Ach nee, scheiße! Was denn? Ach man, ich wollte das auch im Testvideo umstellen. Jetzt muss ich das so umstellen. Ach so. Oh, ist das laut. Wie geht das? Wieso hat jemand die Wii U an außer wir? Was? Wer die Wii U? Ein Freund ist online. Ach so. Hat schon eine Einstellung. Das hier? Da, andere Controller. Reihenfolge? Nein. Kann man das hier auch etwa nicht ändern? Nein. Das kannst du auch machen. Und mach da mal oben noch, das bringt nichts, ne? Nee. Das machst du doch nicht mit dem Home-Menü, sondern mit R und L. Mit den Create und Restore. Hä? Oder Einstellung. Deine Tipps kommen sehr spät heute. Den rechten bitte. Ich weiß. Du kriegst alles wieder frei. Du kannst X auf Z legen, A auf B. Dann machst du so, dass es gut ist. Warte mal, das soll Spring sein. Das ist richtig. Was? Habe ich jetzt ja, genau, B gedrückt? Das soll Y sein. Ich habe es nicht richtig gemacht. Das ist A und B, A. Was? Guck mal, das ist so. A und B ist beides... Warte mal, wie sieht das aus im Spiel? A und B beides dasselbe machen. Stimmt ja gar nicht. Ist das jetzt richtig? Nein, ist völlig verkehrt. Ganz verkehrt, ist genau wie am Anfang. Ich habe nichts verändert. Wie bin ich denn eben in dieses Menü gekommen? Herzlich willkommen bei den beleuchteten Brüdern. Wir sind in der grünen Giftgrotte. Stimmt, sprich mal mit den Leuten. Die grüne Giftgrotte ist die... Keine Ahnung, man kann sich... Die Reihenfolge der Welten ist unterschiedlich definiert bei Mario. Natürlich gibt es nur offizielle, aber wer hält sich schon daran? Ich glaube, die grüne... Oh Mann, ich kann das nicht sagen. Ich kann grüne Giftgrotte nicht sagen. Das ist der schlimmste Zungenbrecher. Ich glaube, die grüne Giftgrotte ist eigentlich das erste Level im Keller. Das will ich gar nicht. Und wir haben die Metallkappe bei unserem letzten Durchgang hier geholt. Jetzt hast du eine Verbindung hergestellt zwischen zwei Knöpfen. Super gemacht, Pong. Und nun können wir damit die letzten drei Sterne dieser Welt erhaschen. Außerdem können wir zurückkehren in Welt 3, in die Schwubbeliwupp-Unterwasserwelt. Könnte auch Welt 4 sein, aber das ist eigentlich der Biberberg Bob. Und dort in den Strudel. L und R macht nichts bei Mario, ne? Da kann ich jetzt auch den Zirkel die Kamera. Auf. Nein. Doch. Hier ist die Kamera. Achso. Kamera hinter Mario. Ja? Ja. Und R. Du kannst aber auf L kannst du den Z-Knopf machen. Wo ist der Z-Knopf denn sonst? Aber ist nicht der hintere Trigger eigentlich besser? Den wollte ich eigentlich drücken. Und ich habe letztes Mal habe ich beide dafür gemacht. Ja. Also links und rechts, damit man... Ist dir aufgefallen, dass auch hier der Bildschirm Balken rundherum hat? Also auch oben und unten? Ja. Pong weiß genau, was er mit seiner Metallkappe anzufangen hat. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo du hin musst. Ich auch nicht so genau. Du musst in dieses tödliche Maze of Fury. Da bist du falsch. Sicher? Ja. Hier bin ich falsch. Ich bin ein bisschen leiser, weil... Nach rechts also eher, ne? Fates of Fury? Ja, hier sind doch überall solche... Maze of Fury. Das sind doch überall... Hinweisschilder. Was wo ist. Aber du gehst einfach mal drauf los. Ja, du hast gesagt, eben war falsch, wo ich war. Ja. Und es gibt nur die zweite Möglichkeit. Ich bin mir gar nicht sicher, ob... Das stimmt. ...das überhaupt die richtige Metallkappe ist. Naja, es gibt ja sicherlich noch mehr, aber ich kann auch schon mal als Metallmann da durchlaufen. Ja, nicht, wenn immer in die Abgründe fällst. Weil du gehetzt bist von der Musik. Meinst du, das hängt damit zusammen? Ich glaube, ich muss mich erstmal wieder jetzt hier von Yoshi an das hier umgewöhnen. Wir haben nämlich Yoshi's Woody World gespielt, wir haben uns ein bisschen angegiftet. Dabei, Aber wenn das mindestens so klingt, als hätte ich nur eine Träne im Auge, dann ist es deswegen. Dann ist es das wert? Dann ist es deswegen. Weil wir uns angegiftet haben. Dann ist es das wert. Guck mal, jetzt auch nicht das Maze. Aber hier ist es, glaube ich, in der Nähe. Oh. Es gibt trotzdem Fallschaden und wo man was mit haben. Noch viel schlimmeren. Viel schwerer bist. Das ist Santana, der spielt das. Haben wir den Stern hier schon? Ja, nein, ja. Den? Ich glaube ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir die 100 Münzen haben, müssen wir ja dann eigentlich, ne? Ich sehe nicht, ob man das so sagen kann. Drei Sterne haben wir.
Huch? Das ist dieses tödliche Maze, würde man sagen. Ja, stimmt. Ich weiß, was das für ein Maze ist. Es ist mit Giftgas. Ja, genau. Aber Metal Mario can move. Ja. Metal Mario can breathe, also doesn't need to breathe. Was musst du damit tun? Ich muss halt den richtigen Weg finden. Lass das doch. Was will ich das doch haben? Zeig dir das an, wo du hin musst. Ist das einfach noch einer auf? Like a boss. Das ist ein Loch. Musst du nicht irgendwo dann die Wand hochlaufen oder so? Also hochspringen? Kann sein. Kann ich es hier mal anfangen? Hier waren die blauen Münzen. Wenn du jetzt zur Kamera gleich läufst mit der Kappe, dann kommst du in ein Gebiet, in dem du noch nicht warst. Er kann alles, was er sonst auch kann, nur aus, dass er jetzt aus Metall ist. Ja. Amazing. Amazing von Maze. Ja. Komm mal schnell wieder. Im Kreis gelaufen, ne? Ja. Ich glaube, du musst irgendwo aus der Giftscheiße hochspringen. Da ist die Tür. Rückwärts, Alter. Braucht man die Kappe gar nicht. Naja, um da lebendig hinzukommen, oder? Ja, kommst du ja ohne, überlebst du. Das geht so, ist so langsam weg, die Scheiße. Den haben wir schon gesehen von der anderen Seite, der ist hinterm Gitter. Ja, das ist richtig. So, der Anfang war ein bisschen hausgemacht. Aber das ist ja auch nicht so schlecht. Hausgemachte Bratkartoffeln nehme ich jeden Tag. Jeden Tag? Natürlich jeden Tag. Nein, nehmen. Das ist nicht der, den wir da gesehen haben, wo du dachtest. Den gibt's auch noch. Aber den haben wir auch schon gesehen. Ja. Hinweisschild steht, wie du greifen kannst. If you jump and hold the A button. Das habe ich eigentlich schon versucht. Der wird renoviert. Das Wochenende. Es gibt noch einen anderen Weg, aber da ist wahrscheinlich nur ein Leben, ne? Geh mal zum Stein. Wir haben doch bestimmt noch nicht die 100 Münzen. Nein, haben wir noch nicht. Aber die Roten hast du trotzdem schon geholt. Das weiß ich, das behauptest du. Ich hab das war das mit diesem, mit diesem Arbeitslift. Ja, ja, aber haben wir das ganz geschafft? Ja, das hätten wir doch nicht gemacht, um es zu schaffen. Halbzeit! Also nicht Halbzeit, aber halbe Sternzeit. Halbe Sternzeit. Picard-Logbuch. Ich hab mal wieder eine. Amazing! Das war der Stand der Witz, den ich gemacht habe. Stand der Amazing? Stand der nicht Highscore? Nein, gib mal einen nach rechts und zwei nach rechts. Ach, das war der andere Schlag. Amazing Emergency Exit. Metal Head Mario Kart. Ich darf da einfach noch nicht rein. In die. Ich, also an und für sich war alles richtig. Aber ich darf nicht in diese Holztür rein. Die Holztür? Naja, ich muss nochmal in das Maze. Das war aber eine Eisentür. Ist doch auch egal, woraus die wir bestanden. Nee, wenn du das schon spezifizierst und nicht einfach nur von der Tür sprichst, dann könnte man. Das hat dich gerettet vor Fallschaden. Hier links kannst du doch auch irgendwo ins Maze. Da, glaube ich. Das ist doch genau der Weg, den ich eben gelaufen bin. Ja, oh ja. Das sieht aus wie Mario. Ich dachte früher, das wäre ein Porträt von Mario. Das ist die Karte. Das sieht nicht aus wie Mario, das hat seine Farben. Blau und Rot. Wollen wir die Polizei anrufen? Wegen der Bauarbeiten? Ja. Was sagen wir dem? Dass das stört. Dann lachen die uns aber irgendwie aus. Oder? Da, hoch. Genau. Das ist der Trick. Eisentür. Das sind zwei sehr ähnliche Sterne, ja, wenn jetzt hier wirklich ein Stern kommt. Ja, ne? Der kommt jetzt echt. Ja. Bist du auch so ähnlich wie mit nach links laufen in 2D-Welten, dass du unter Fahrstühlen immer gucken musst, was da drunter ist? Also einmal drauf gehst, dann runter gehst und guckst, ob was drunter ist? Nee. Habe ich das gerade gemacht? Nee. Ja, dann würde ich. Über dem war auch nichts drunter, ich hab geguckt. Aber das beantwortet dir auch deine Frage. Wir sagen können, dass du es weißt. Aber dass es in dem Fall einfach egal ist, weil da kann halt nichts drin sein, was für uns von Interesse ist. Weil es in diesem Spiel, das ist ja eigentlich auch interessant, es gibt keine lohnenden Sammelobjekte außer denen, die man
Rauch für die Sterne. Das war immer noch nicht der richtige. Was war denn das jetzt? Navigate the Toxic Maze. Musst du nicht noch bei der, dem Krötenmann unter Wasser? Ja, unter Wasser. Zum Lake. Dem Lake. Zum Nessie. Zum Lionel Nessie. Ist das darum? Ja, ne? Vermutlich. Metalhead. Muss ich diesen langen Weg hier nehmen? Und das auf jeden Fall nicht in das Loch im Boden. So lang ist der nicht. Das ist auch wieder ein sehr übersichtliches Level. Aber ein bisschen durcheinander. Ja. Ich mag das Level aber sehr gerne. Ich mag die Atmosphäre. Das hat ein bisschen was von diesem Spukhaus bei Banjo-Kazooie. Von der Atmosphäre her. Ja. Hä? Was ist jetzt passiert? Naja. Folgt dem Weg! Folgt doch dem Weg! Den Weg? Nee, doch nicht. Entschuldigung. Ah, da, doch, da hättest du doch den Weg folgen sollen. Hast du gerade nicht verstanden, warum es diesen Sound gemacht hat? Weil ich unter Wasser war und so wenig Energie hatte. So, als würde ich kurz vorm Ersticken sein. Was natürlich egal ist, solange ich mit Heil bin, aber... Das haben sie nicht gut reinprogrammiert. Den Sound hätten sie wegprogrammieren müssen. Finde ich nicht. An der Stelle. Das ist dann halt schon mal gewarnt. Unnötiger Warnsound. Reitsprung. Oder rutschen. Auch cool. Geht schwer als Weg durch, möchte ich sagen. Tada! Und jetzt müssen wir aber hier noch Münzen sammeln. Oh, das ist auch scheiße. Weil da kann man einfach sterben und auch nur tot. Sonst kann man auch immer noch diese Typen entgegengesprotzeln. Ich wollte es richtig elegant machen. In einem Rutsch hätte ich nie machen sollen. Nee. Das war eher so eine Aktion von mir. Das ist dein. Du wolltest auch mal wieder ein beleuchteter Bruder machen. Welches Video war denn das? Ich bin mir recht sicher, dass das Yoshi gewesen. Nee, das war ein Donkey Kong Video sogar. Interessanterweise. Hab ich hier noch nicht alle gesehen. Ist doch Game Over, Mann. Mach doch nichts, ist doch nur der Schlossgarten. Typische Musik und Donkey Kong speichern. Sollen wir gleich mal ein Bier trinken? Oh ja. Oder 43er mit Milch? Ja, auch. Auch? Beides, hintereinander oder gleichzeitig, weiß ich noch nicht. Das ist eine gute Landung. Man kann ja offensichtlich den 43er überall reinmachen, machen wir doch einfach ein Bier. Ja, warum nicht? Lass mal probieren. Wollen wir das machen als Beitrag für die Brüder-WG? Was ist denn das für ein Beitrag? Für einen Standardbeitrag. Oh, zu früh. Ja. Aber was du noch nicht wusstest. Wollen wir das heute noch machen? Die Anmoderation, die ganze 8. Folge? Ja. Staffel 2. Leute, guckt doch mal die Brüder-WG übrigens. Ja, warum guckt ihr das nicht? Vielleicht gucken alle, die dieses Video hier gucken garantiert auch die Brüder-WG. Sicher. Ich bin mir nicht so sicher. Na gut, falls nicht, guckt die. Die ist super. Ja, ich krieg das halt nicht mit, weil das nicht auf unserem Kanal ist, aber ihr dürft hier nur wieder auch mal auf die Natzen-Nerds-Kanal gucken. Gibt's die nicht auch auf unserem Kanal? Die Brüder WG nicht. Boah, super. Boah, das waren zwei sehr knapp getan. So, ich glaube. Ach nee. Scheiße. Ich muss mal den 100 Münzen anfangen, lieber Pong. Ich würde das Bier holen, aber ich kann nichts tragen. Doch, ich kann es in meinem Rucksack tun. Nein, ich dachte echt, das Video wäre jetzt vorbei. Dann hätte es jetzt gut gepasst. Aber dann lass uns das auch so machen. Ich spiele gleich noch. Und tatsächlich nur am Münzenstern. Let's Tango. Ist eigentlich völlig egal, ne? Ich glaube, hier ändert sich nichts in der Welt. Dann nehmen wir doch mal einen Stern, den wir bisher noch nicht ausgewählt haben. Let's Tango. Ja, hast du das nicht mehr verstanden? Ah, nee, Mexiko hast du verstanden. Ich habe immer Let's Tango verstanden. Let's go. Mexiko habe ich nicht verstanden. Doch. Nein. Hebt mich hoch. Genau. Du musst umhängen.
Aber nur einmal, ne? Das Gefährliche hieran ist halt, dass man häufig sterben kann. Häufig. Glaubst du, wir brauchen hier die roten Münzen? Die nerven halt hart. Ich weiß, aber ist da vielleicht noch mehr münzmäßig los oben, außer die roten Münzen? Interessant. Und wir müssen auch gleich nochmal in das Maze, also in die Giftgeschichte. Ja, da sind ja die blauen. Ja. Weil wir wissen gar nicht, wo die sind. Das ist ein Problem. Naja. Du solltest vielleicht da relativ schnell hin, falls wir die verpassen. Das ist doof, wir müssen nochmal anfangen. Wenn das Video vorbei ist, ja, holst du 2 Bier. Ja. Ich spiele das nächste Video. Ja. Wenn das Video vorbei ist, machen wir eine Videopause. Ja. Und machen die Brüder-WG. Ja. Mit geilen Haushaltsbeiträgen. Die kannst du zacken. Versuche ich. Hier, dabei. Lukas Rodolski. Kriegst du da rum? Du schaffst das? Ist so engen Raum? Das klingt immer so, als würde er sich übergeben. Bist du langsam, Pflege. Aber es ist eine gute Taktik. Eigentlich. Das hat nicht so schnell zu machen. Alter! Oh! Tränenflüssigkeit. Ich gehe hier rein. Tränenflüssigkeit. Damit hat er mich gerade beschossen. Ja. Guck mal, 5. Nehmen wir 5. 5 Münzen. Monty, kannst du auch noch umbringen? Nee. Vielleicht mit dem Metal-Man, vielleicht explodieren sie dann? Nee. Ich finde, explodieren tun sie schon ganz gut. Ja, das ist gut sein, hol dir die Kappe. Das ist gut sein. Jetzt hätte ich dir Geld angeboten, was ich zu schulden. So, das ist nicht recht. Nein, das ist zu uns. Ja, bist du der Pfeil zeigt doch zu uns. Ja. Ist da immer ein Pfeil, der immer in die entsprechende Richtung zeigt? Überall Pfeil. Nein, ich hab einen verpasst. Vielleicht war es auch mehr als mal einer. Melhead? Hier pflanze ich Puma rein, Fledermaus. Flieg, flieg. Zu mir. Geschwind. Sie, als würde sie nicht sterben wollen. Im Bauch direkt ins Gesicht. Wollen wir dann auch was zu essen bestellen schon? Ja. Dann lieber, falls man später nochmal hungrig werden könnte, dann noch ein Brot essen, aber es ist ja auch schon ziemlich spät am Nachmittag. 17:38 Uhr. Bei den beleuchteten Brüdern. Beleuchtete Brüderzeit. Im Sinne von ja, europäische Zeit. Weißt du? Das ist auch eine Fledermaus. Ja, aber das ist mir da unten ein bisschen gefährlich, glaube ich. Du kannst da ja dich auf eins der sicheren Gitternetze stellen und warten, bis sie zu dir kommen. Ja, und dann bekomme ich von dem sicheren Gitternetz wieder runter. Hä, ja, das ist doch das sichere Gitternetz, ist doch einfach in dem Raum. Ja, aber ich muss doch dann weiter, ich muss doch da zu den rollenden Stones. Nee, du kannst doch zurück durch die Tür gehen. Aber da. Das ist doch auch ein gut, den Weg dazu gehen, weil ich da ja. Ein Hund den Weg dazu gehen, du kannst einfach da gleich runter auf dich fallen lassen. Zu der Tür. Ist auch gut. Lieber Faith. Nee. Einfach da runter, im Weitsprung. Ja, aber. Ich sehe doch gar nichts. Einfach in die richtige Richtung mit dem Weitsprung. Jetzt nach vorne. Also, wo man auf der Tür steht. Das ist nicht die richtige Tür. Hä? Das ist nicht da, wo ich hin will. Ich will zu den rollenden Stein. Nein, geh mal wieder raus. Warum denn? Geh mal wieder raus, da sind Fledermäuse, die geben dir Münzen. Wo? Wo sind Fledermäuse? Was sagt das Schild eigentlich?
Black Hole, Ride, Work, Elevator, Cloudy Maze, Underground Lake. Da will ich hin. Stopp. Hä? Ich will zum Underground Lake. Ja, sammel doch erstmal die Münzen in diesem Raum. Guck dich mal bitte um. Da ist nix. Da ist die Fledermaus. Und wenn du da hingehst, kommt die zu dir und dann stampfst du auf sie drauf. Dann ist sie wieder abgeprallt, das war natürlich unglücklich. Und so ein Creepy Critter ist da auch noch. Auf allen Beinen. Kannst du einfach die Münzen ignorieren bei der Aufgabe, die Münzen zu sammeln. Oder du stirbst einfach durch den rollenden Stein. Ich dachte, wir werden nach rechts am Fahren. Na gut. Ah, ich muss das wohl machen. Ja, du scheinst ja auch zu wissen, wie der Hase so rennt.